Ricky. Oi, oi. Hallo und herzlich willkommen hier zu Creativication. Was machen wir da? Warum bin ich in Spanien Alaro? Im Auto gerade? Genau, also wir fahren jetzt nach Alaro und dort haben wir eine wunderschöne Villa, Pool, geile Aussicht, allen drum und dran. Und da sind alles kreative Leute, so wie Dan und Jago machen zum Beispiel Musik. Und wir chillen einfach zusammen und machen einen geilen Urlaub, machen alles, worauf wir Bock haben. Wir leben einfach. Schön hier! Sagst du? Das ist so schön! Riu! Ich bin aber im Paradies! Ich fühle mich ein bisschen wie bei der Nachtwanderung als Kind. Spitzeljagd! Kids, night time, we're going for a night swim! So en la nada. Im Nirgendwo. Es ist abends. Es ist alles ruhig. Heute sind alle an den Strand gegangen, außer ich. Oh mein Gott, das ist voll blau, voll schön. Weil ich habe gearbeitet. Ich hatte meinen Pancake-Politik-Redaktionskonferenz. Kleine enge Räume, in denen man eingeschlossen ist mit sich selbst. Es sind bedrückende Blicke in den Spiegel. Haare wie schwarzer Stroh. Haut, die müde zwischen viel zu ausgetrocknet, viel zu rot hängt. Augenringe und die sackenden Hoodies, die einen leeren, nach innen fallenden Bauch kaschieren. Ich kann nicht gegen nichts angucken und ich ziehe mal so ein Bild. Boah, ist immer noch voll hell. Ich hatte gestern einen richtig schönen Abend und ich wollte einfach mal kurz mit euch irgendwie ein bisschen quatschen. Heute ist der dritte Tag. Ich habe in den ersten Tagen auch gar nicht so mega viel gevloggt, weil ich einfach erstmal so ankommen wollte. Ich bin hier ja mit eigentlich Leuten, die ich alle nicht kenne. Ich kenne nur einen Dude, den ich zweimal gesehen habe und er war so, yo. Wir fahren dahin, wir sind alle Fotografen, Musiker, Creative Menschen. Willst du mitkommen? Wir machen Shit. Und ich war so, ja, safe. Deswegen, ich habe auch gestern den ganzen Tag halt nur gearbeitet und alle anderen waren halt irgendwie weg, weil ich musste halt trotzdem voll viele Sachen machen. Gestern hat dann ein Girl hier gesungen und es war so unfassbar wunderschön. Danach meinten alle zu mir, hey Val, lies mal was vor. Und ich war mega so shy. Aber im Endeffekt habe ich dann einfach aus meinem Notizbuch was vorgelesen. Und das ist den Anfang von meinem Buch, das erste Kapitel. Und das ist irgendwie richtig krass, weil in dem Moment habe ich erst wieder realisiert, dass mein Buch einfach veröffentlicht wird. Also wenn ihr jetzt nicht so, keine Ahnung habt. Ich habe ein Buch geschrieben über das letzte Jahr und es kommt am 5. Oktober raus, also in allen Buchhandlungen. Irgendwie, es fühlt sich so
surreal an, weil ich habe die letzte Woche sehr viel daran gearbeitet, im Sinne von irgendwie Marketing-Shit und mit meinem Verlag und Umschlag und so richtig Krimskrams und habe so vergessen, was so der Core ist. Und dann saßen wir halt alle hier im Dunkeln unter den Sternen und ich habe so gelesen und einfach so die Reaktionen von halt auch einfach Menschen, die ich jetzt nicht kenne, weil irgendwie, wenn so meine Freunde mir sagen, dass ich irgendwas gut mache, dann mich immer so, halt's Maul, du lügst mich eh nur an, so, alles, was ich mache, ist scheiße, so, und lie to me. Das hat mir irgendwie sehr viel bedeutet und ich freue mich einfach bald dann richtig öffentliche Lesungen zu machen und es halt so für euch und allgemein für einfach Menschen zu lesen. Aber trotzdem, oh, ich bin so nervös, wenn es einfach Leute lesen. Genau, aber jetzt werde ich erstmal hochgehen. Der Tag ist halb rum. Ich habe ein bisschen drin gearbeitet, aber irgendwie ist das so doof, wenn so schönes Wetter ist, also drin zu sein. Aber ja, ich bin einfach so happy hier zu sein und irgendwie ein bisschen zu machen, ein bisschen zu chillen. Und hier jetzt ins Wasser, glaube ich. Sagen Sie, was haben wir heute vor? Wir wollen heute noch ein paar Spanier, glaube ich. Oha, das habe ich jetzt nicht unterschrieben. Hast du nicht? Aber noch Spanierinnen, Bitch. Spanierinnen. Streit, Neid, Hass, Sorgen, Leichen auf Leichen, es ist auf uns geworden. Guten Morgen, ich schwöre euch, das ist hier so ein Mist. Ich mache jetzt eine Haustour. Okay, ich mache jetzt eine Haustour. Das ist eine gute Idee. Ich würde aber nur kurz erzählen. Es ist der nächste Tag und ich bin heute ohne Handy aufgewacht. Ich habe sogar jetzt noch mein Handy gar nicht angefasst. Schon seit eineinhalb Stunden. Ich lag am Pool draußen, habe ein bisschen meditiert, ein bisschen geschrieben in mein Notizbuch, was ich jetzt hier irgendwo verloren habe. Und jetzt gehe ich gleich wieder schwimmen und davor mache ich noch eine kleine Haustour. Und schaut mal, ich habe einfach eine Unterhose an, also eine normale Unterhose. Aber ich finde, sie sieht irgendwie aus wie ein Bikini. I love it. Also hier ist so unsere Auffahrt und die ist ja ganz lang, wie man ja am Anfang gesehen hat. Das ist unser Haus. Ich schlafe sozusagen ganz unten. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell hoch. Hier ist der Eingang. Hier ist unser Wohnzimmer. Mit einem sehr, sehr, sehr schönen Blick. Guck mal. Hier ist ein Esszimmer. Hallo. Hallo! Ich mache eine Haustour. Hier willst du meine Tattoos. Ja, die haben sich gestern Tattoos stechen lassen. Ja, wir haben uns, sechs Leute haben sich diesen Smiley tätowiert. Ich habe die Kette dazu. Und den Ring. Und was noch, den anderen? Sonnenmonster, das bin ich. Hast du auch eins gemacht? Nee, ich habe keins gemacht. Sad. Aber ich hätte es auch nicht gemacht. Wow! Also, wir haben hier unseren... Sehr viele fucking... Mit Wabermelone. Ach, super. Boah, das sieht krass aus mit dem Licht da. Voll schönes Licht. Eine Fee. Ich will eine. Dann hier. Haben wir hier einen Brunnen. Ich finde den ein bisschen gruselig. Ich finde den Brunnen auch ein bisschen gruselig. Ich habe das Gefühl, da werden irgendwelche Jungfrauen drin gedrowned. Oh mein Gott, stell dir mal vor. Und dann haben wir hier eine Pfanne Reis, weil man kann ja immer eine Pfanne Reis. We love. Und ey, du warst auch voll witzig, so einfach so was das Infektionsding, einfach hier so dran, so ganz unnötig. Also wirklich unnötig an der Stelle. Und hier haben wir ein beautiful view, voll schön. Let's go, wir müssen uns schnell. Oh mein Gott. Wow. Bad. Bad. Das eine Bad ist cool. Und schlafen, glaube ich, noch an. Ist das das coole Bad? Ich finde, das ist das coole Bad. Oh, okay. Das Badezimmer ist cool. Wir haben, glaube ich, fünf Badezimmer oder so. Ich finde die Dusche halt voll cool. Aber unsere Dusche ist gut zum Ficken. Das ist wirklich so. Aber die unten ist noch besser eigentlich. Weil die hat so eine richtig krasse View, weißt du? Yeah! Das ist auch perfekt erhöht. Unsere Dusche ist so nice. Ja, unsere Dusche. Ich hatte auch schon Vorstellungen. Definitiv. Aber echt nice. Ah ja, und wir haben einen Weinkeller. Genau, wir haben einen Weinkeller, warte mal. Hier.
Hallo. Das ist mein Wein, nämlich da Wein kostet immer 5 Euro. Aber es schmeckt super, ist cool. Ich trinke nicht so oft Alk, aber ist cool. Ich schon. Ich trinke irgendwie zur Zeit, also eigentlich trinke ich ja schon viel, aber seit dieser einen absoluten Dichtung in Wien, ich habe in den letzten 3 Wochen nur 2-mal getrunken. Hallo! Das ist hier Schlafweg und andere Menschen. Jetzt die Dusche! Die Dusche! Warte, gehen Sie rein, gehen Sie rein. Ja, guck, dann schließt du hier los. Nein, das ist einfach das, das ist so cool. Das ist so cool. Das ist wirklich ein schöner Ausblick. Ja. Und hier haben wir eine freistehende Badewanne, aber die keiner benutzt hat. Also ich. Das hat so keiner benutzt einfach. Und der Pool für noch, da gehen wir jetzt eh hin. Dann rufen wir auch genau, an. Genau, gehen wir da raus. Hier haben wir so eine kleine Sitzrunde. Hier hat Val auch schon was vorgelesen, voll schön. Hast du es eigentlich in der Kamera gefilmt? Ja, hab ich. Weil dann wird es auch vielleicht reingeschnitten. Da saßen wir hier. Das war sehr, sehr schön. Ja, es war wirklich schön. Ich hab mich richtig berührt. Ich war voll überrascht. Es war wunderschön. Jetzt gehen wir zum Pool und dann shooten die gerade. Die machen gerade noch Bilder von Olga. Olga ist wunderschön. Alle sind so wunderschön. Sieht sehr unordentlich aus. Die hat noch meinen Geburtstag hier gefeiert. Ich habe mich gerade ready gemacht und alle anderen auch nochmal, weil wir jetzt Fotos machen gehen. Weil Ricky und Jana zum Beispiel sind FotografInnen. Und dann machen wir jetzt Content. Können wir ganz kurz über das hier reden? Ich muss jetzt schnell sein, weil alle sind schon los. Weil Dina ist mal wieder zu spät. Ich schwöre bei Gott. Das sieht nicht echt aus. What the hell? Okay, Update. Ich bin jetzt doch schon alleine zurückgelaufen, weil irgendwie so, weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so im Urlaub seid oder weit weg? Also nicht weit weg, aber halt, wenn ihr nicht zu Hause seid und ihr dann so mega melancholisch werdet und irgendwie so eine nicht schlimme Art von Traurigkeit euch hittet. Also deswegen, wenn ich im Urlaub bin, schreibe ich auch so viel, weil ich so voller Gefühle bin. Aber nicht dieses im Alltag, oh mein Gott, und ich bin jetzt verliebt und da und Stress und so, sondern einfach so ein ruhiges, aber so intensives, so, okay, maybe I'm talking Bullshit. Ich habe das irgendwie voll oft und dann, ich will dann nicht immer nach Hause, aber irgendwie ist es auch so eine Überforderung vielleicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie war das gerade so a lot. Und ich merke halt auch irgendwie immer mehr, dass ich erwachsen werde, dadurch, dass ich gar nicht so gerne 24/7 Menschen bin. Im Sinne von, dass ich voll viel meinen eigenen Raum brauche und meinen Space irgendwie, um so ein bisschen so klar zu kommen. Und dass es halt so voll die Balance ist, die ich halt jetzt brauche. So klar, immer so mit Menschen so, aber auch mal Ruhe. Ich glaube, die bedeutendsten Momente dieser Woche waren auch die, in denen ich alleine war. Die Momente gemeinsam waren alle sehr, sehr spaßig. Oder zum Beispiel beim Vorlesen, das hat mir auch sehr viel bedeutet. So dieses alleine einfach in die Natur zu gucken und zu schreiben und Musik zu hören. Das sind so Sachen, zu denen man irgendwie im Alltag und in der Stadt einfach nicht kommt. So klar, ich kann irgendwie in Berlin durch einen fucking Park laufen und so, aber es ist nicht dasselbe, weil es ist so hektisch irgendwie. Deswegen bin ein bisschen melancholisch, aber ich sehr glücklich und sehr rot. Guck mal, mein Sonnenbrand dann. Ich weiß noch nicht, ob es in der Kamera mehr aussieht, als es wirklich ist. Digga, es ist fucking für morgen. Digga, meine Hose ist viel zu